Mein Name ist Katrina Bichlmeier. Ich bin 23 Jahre alt und habe hier am Campus in Steyr den Bachelorstudiengang in Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement absolviert. Aufgewachsen und wohnen tue ich in Atning, das ist sozusagen am Eingang des Gesäuses in der Steiermark. Nach dem Abschluss der Handelsakademie in Liezen war für mich schnell klar, dass ich ein betriebswirtschaftliches Studium ergreifen möchte. Und da hat mich der Weg noch hingeführt an die Wirtschaftsuniversität. Ich habe aber da schnell gemerkt, dass diese Art der Lehre dort mir ein bisschen zu anonym und auch zu theoretisch ist. Und aufgrund dessen habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach einem alternativen Studium. Und bin dann auf das CAF-Studium hier in Steyr gestoßen, wobei mir da vor allem die Breite an den finanzwirtschaftlichen Themengebieten überzeugt hat und natürlich auch die sehr guten Rezensionen. Man bekommt wirklich das All-in-Package an finanzwirtschaftlichen Themen hier präsentiert, sei es Controlling, sei es die externe Rechnungslegung oder auch die Steuerlehre. Man bekommt ein breites Wissen in all diesen Themengebieten vermittelt und ist dann wirklich bestens gerüstet für eine berufliche Laufbahn in der Finanzwirtschaft. Zusammenhalt, Kompetenzerwerb und Türöffner. Die Bänke vorm FH1-Gebäude am Fluss. Ich würde immer Bayerin werden. Jacinda Ardern würde mich begeistern. Suche nicht nach Fehlern, sondern nach Lösungen. Meine Bachelorarbeit wurde jetzt nicht in Kooperation mit einem Unternehmen durchgeführt, aber grundsätzlich das Thema Working Capital Management, über das ich geschrieben habe, war mir immer ein Anliegen, weil ich in der Arbeit sehr viel mit dieser Kensala konfrontiert bin. Nachdem dieses Thema aber doch ein schon sehr durchgekautes ist in der Literatur und in Diplomarbeiten, war es jetzt mein Ziel, ein bisschen einen neuen Rahmen für dieses Thema zu schaffen. Und demnach war eben der Fokus dieser Arbeit darauf, zu betrachten, wie sich das Working Capital Management in Zeiten der Niedrigzinspolitik in Unternehmen verhaltet, das heißt, welche Wertigkeit es in dieser Zeit in Unternehmen erhalten hat. Ja, ich habe mich nach dem Bachelor auch dazu entschieden, hier den Masterstudiengang in Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement zu absolvieren. In beruflicher Hinsicht habe ich klassisch meine Berufslaufbahn im Werkscontrolling begonnen, wo man einen sehr breiten Einblick bekommt einmal ins Controlling und möchte mich jetzt weiter spezialisieren. Da wird der nächste Schritt ins Group Controlling sein, worauf ich mich schon sehr freue.